Denn am Ende geht es tatsächlich darum, den Menschen klarzumachen, China muss sich an Völkerrecht halten, an Menschenrechte und sonst gibt es eben Konsequenzen. Herzlichen Dank. Ich bin Güde Jensen und bin Ausschussvorsitzende für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und Sprecherin für diesen Themenbereich meiner Fraktion. Und das ist mein Bretterporträt. Ja, das ist mein Lieblingssaal oder Ort hier im Deutschen Bundestag. Das ist der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Und hier sitze ich auf diesem Platz immer 3 Stunden mittwochs. Und das ist deswegen einer meiner Lieblingsorte im Deutschen Bundestag, weil ich hier die Ausschusssitzung leiten darf. Meine Hauptaufgabe als Ausschussvorsitzende hier in diesem Bereich Menschenrechte und humanitäre Hilfe ist es in erster Linie, die Tagesordnung durchzuleiten in einer Ausschusssitzung. Das, was man als Vorsitzende eines Ausschusses zu tun hat, auch in der Position, ist im Grunde ein Stück weit die Repräsentation des Themas, auch für den gesamten Bundestag. Also ein bisschen auch neutral in einigen Bereichen zu sein oder neutraler und nicht nur Fraktionsmeinung wiederzugeben. Wir sind diejenigen, die schauen, dass die Bundesregierung ihre Menschenrechtspolitik und ihre Arbeit entsprechend der Gesetzeslage machen. Das Erlebnis, was mich am meisten auch in meiner Arbeit jetzt geprägt hat, ist das Zusammentreffen mit Joshua Wong, einer der führenden Persönlichkeiten der Hongkonger Freiheitsbewegung. Momentan ist Joshua in Haft und mich hat es, als er hier in Berlin war, inspiriert, wie dieser junge Mann, der ist eben über 20, schon mehrfach im Gefängnis war. Einfach nur deshalb, weil er für Freiheit auf die Straße geht. In Russland erleben wir ähnliche Situationen, vor allem wieder mit Alexei Nawalny. Das sind Menschenrechtsverletzungen, wenn wir davon sprechen, dass seine Freiheit eingeschränkt wird, einfach nur, weil er kritisch mit einer Elite ins Gericht geht. Oder wir schauen nach Belarus, wo gerade im vergangenen Jahr Präsidentschaftswahlen von Lukaschenko gestohlen wurden. Und die eigentliche Wahlgewinnerin, Frau Tichanowskaja, aus dem Ausland jetzt versucht, für ihr Land in die Zukunft zu gucken und freie Wahlen vorzubereiten. Berlin, ein wunderbarer Arbeitsort. Aber der Ort, wo ich gerne lebe, dauerhaft, das ist Schleswig-Holstein. Ich brauche die Nähe zum Wasser. An der Küste ist wirklich etwas, was ich genieße, am Deich spazieren zu gehen. Ich mache gerne Wintersport. Das geht in dieser Zeit momentan nicht. Und ich koche gerne. Also ich halte mich nicht an Rezepte. Das ist manchmal ein Problem. Aber wir einigen uns manchmal auf Risotto. Und es funktioniert meistens. Ich habe eine große Familie und 3 jüngere Schwestern. Ich habe eine kleine Tochter, die Aufmerksamkeit braucht und die ich ihr gerne gebe. Zu Beginn habe ich meine Tochter mitgenommen, einfach schon, weil das in der Stillzeit und als sie Säugling war, aus meiner Sicht gar nicht anders gegangen wäre. Man darf den Tag nicht so sehr durchplanen, weil irgendwie passiert, wie ich vorher auch schon sagte, irgendwas, was man nicht geplant hat. Und dann muss man flexibel sein. Ich bin besonders stolz auf den Antrag, ein Magnitsky-Gesetz verabschiedet zu haben. Wir sind die erste Fraktion im Deutschen Bundestag, die sich damit beschäftigt haben und auch auf Parteiebene. Und zwar geht es beim Magnitsky-Gesetz darum, Menschenrechtsverletzungen individuell bestrafen zu können. Wenn wir wissen, dass ein Regime Menschenrechte verletzt, haben wir zukünftig die Möglichkeit, Reisebeschränkungen zu verhängen und Asset Freezes, also Finanzvermögen im Ausland einzufrieren. Und es trifft dann nicht die Bevölkerung, die meistens genauso unter dem Regime leidet, sondern eben diejenigen, die tatsächlich verantwortlich sind für Menschenrechtsverletzungen. Die größte Herausforderung für Deutschland in der Welt und für die Weltgemeinschaft allgemein sind die großen globalen Krisen und Konfliktsituationen, die bestehen, die zum Großteil sogar noch vom Klimawandel verschärft werden. Die Konflikte zu lösen, das schaffen wir am Ende nicht alleine als Bundesrepublik, sondern das schaffen wir gemeinschaftlich in der Welt auf UN-Ebene. Und dafür setzen wir Freie Demokraten uns ein. Herbst 2021 ist ein Moment, wo ich mir wünsche, dass die Freien Demokraten die Geschicke der Bundesrepublik mitbestimmen können. Denn wir sind nicht dafür gemacht, in der Opposition dauerhaft zu sein. Wir haben so viele Ideen, die wir umsetzen wollen. Ich liebe Kartoffeln mit Butter und Salz. Linella heißt sie. So heißt sie, Kartoffeln. Ach so. Es gibt sogar Kartoffeln.
Die haben weniger Kohlenhydrate. Letztens auch mal gekauft. Februar ist der Kartoffelmonat. Nur Fett und Salz. Und ganz